Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sitzung und zu den kommenden 4 Tagen und darf die Regierung begrüßen und die Zuschauer begrüßen. Sie begrüße ich jetzt für alle, die in den nächsten 4 Tagen kommen. Schön, dass Sie hier sind. Und ich gebe Ihnen zunächst bekannt, dass ich die Beschlussfähigkeit feststelle. Keiner widerspricht. Das ist der Fall. Dann sind wir beschlussfähig. Ich komme zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 5. Dezember 2017. Sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie im Nachtrag der Tagesordnung zu Top 82 und 83 entnehmen können, sind 2 Anträge eingegangen, die von den Fraktionen als Setzpunkte deklariert wurden und ebenso wie die Tagesordnungspunkte 6 und 75 anstelle einer Aktuellen Stunde am Donnerstagvormittag in der vereinbarten Reihenfolge aufgerufen werden. In der Fraktion wurde vereinbart, den Tagesordnungspunkt 60 abschließend in den Europaausschuss zu überweisen, verschwindet damit von der heutigen Tagesordnung. Die Tagesordnungspunkte 54 und 69 werden gemeinsam mit dem Einzelplan 15 aufgerufen. Folgende Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen sind nach Drucklegung der Tagesordnung noch eingegangen. Zu Top 30 ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 19/5749. Zu Top 31 ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 19/5748. Zu Top 38 ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 19/5761. Und schließlich noch zu Top 42 ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 19/5753. Sie haben noch erhalten einen dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Ausbau und Unterstützung statt Misstrauen und Geheimdienstreglerfragen für Projekte, Mitarbeiter und Berater der Demokratieförderung und Gewaltprävention Hessen. Drucksache 19/5754. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 87, das zum Top 87, die Redezeit beträgt 5 Minuten. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, wie in der Vorlage ausgedruckt, legen wir größten Wert darauf, dass der Tagesordnungspunkt, so wie heute Morgen in der PGF-Runde besprochen, am Donnerstag am Ende der Sitzung beraten werden kann. Vielen Dank. Gibt es dagegen Widerspruch? Dann machen wir das so. Die Tagesordnung ist damit besprochen. Erhebt sich gegen die Tagesordnung Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann ist sie somit genehmigt. Wir tagen heute mit offenem Ende. Wir beginnen mit der Fragestunde wie gehabt und dann mit dem Top 2, der dieses Mal keine Regierungserklärung ist, sondern Haushaltsdebattenbeginn. Dann haben wir mitzuteilen, dass heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung folgende Ausschüsse zusammentreten. Der Innenausschuss im Sitzungsraum 501a. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Sitzungsraum 204M und der Sozial-Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 510W. Alle Ausschüsse haben neben den Vorbereitungen von dritten Lesungen auch Beschlussfassungen über eine Anhörung auf ihrer jeweiligen Tagesordnung. Bitte darauf zu achten. Daher gehe ich davon aus, dass Sie alle heute Abend tagen, wie Sie auch eingeladen sind, logischerweise. Einen runden Geburtstag, das kommen wir zu den wichtigen Dingen des Vormittags, konnten begehen. Am 29.11. der Herr Kollege Rock. Lieber Herr Rock, alles Gute zu Ihrem runden Geburtstag. Bleiben Sie gesund und munter. Das ist für das kommende Lebensjahr wahrscheinlich ein guter Wunsch, keine Frage. Und der Herr Staatsminister Peter Beuth hatte am 3. Dezember einen runden Geburtstag. Lieber Peter Beuth, lieber Herr Staatsminister, das Glück unseres Hauses ist Ihnen gewiss. Auch Ihnen alles Gute für das kommende Lebensjahr. Und das Runde ist halt rund. Rund ist immer dann, wenn hinten eine 0 ist. Manchmal auch, wenn in der Mitte eine 5 ist, aber nur ab und zu. So, dann habe ich eigentlich die amtliche Bekanntmachung hinter mich gebracht.